Hallo und herzlich willkommen auf unserem Fields Wood Kanal. Mein Name ist Benjamin Stocksiefen, euer Holzhausexperte aus dem Rheinland. Heute gibt es die Info zu den vier wichtigsten Neuerungen für Baufamilien in 2022. Legen wir also direkt los. KfW 55 Förderung für Neubauten endet. Die KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau hat bekannt gegeben, dass Zuschüsse und Förderkredite für das Effizienzhaus 55 Ende Januar aus der KfW Förderung komplett wegfallen. Wer also nicht bis spätestens 31. Januar einen Antrag stellt, kann diese Förderung leider nicht mehr erhalten. Dann bliebe noch die Möglichkeit, dass eure Planungen vor Antragstellung auf ein höheres Effizienzhaus umgestellt werden. Die nächste Stufe für die Förderung ist das Effizienzhaus 40. Reform der Grundsteuer. Grundbesitzer müssen ab dem 1. Januar damit rechnen, dass sie vom Finanzamt zur Abgabe einer Grundsteuererklärung aufgefordert werden, um ihre Immobilie neu zu bewerten. Eine Aufforderung dazu soll aber erst Ende März öffentlich bekannt gemacht werden. Nach jetzigem Stand läuft dann die Abgabefrist bis zum 31. Oktober diesen Jahres. Auch die elektronische Übermittlung via der Steuerplattform Elster wird ab 1. Juli möglich sein. Bis der neue Grundsteuerbescheid dann bei euch eintrifft, vergeht aber noch etwas Zeit. Dies wird dann erst 2025 erfolgen. Schornsteinhöhe bei Neubauten. Da Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe wie zum Beispiel Holzöfen die Luft in Wohngebieten stark belasten, wurde die Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen zum 1. Januar geändert und damit neue Ableitungsbedingungen gefordert. Danach muss die Öffnung neuer Schornsteine künftig firstnah angeordnet sein und den First um 40 cm überragen. Dadurch sollen die Abgase sich günstiger verteilen und weniger Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen. Die Neuregelung gilt für neue Pelletheizungen, Kachelöfen und Kamine mit einer Feuerungswärmeleistung von weniger als 1 Megawatt. Bereits bestehende Feuerungsanlagen wie etwa Kaminöfen sind von der Neuregelung ausgeschlossen. Solarpflicht. Es gibt zwar noch keine bundeseinheitliche Solarpflicht, aber in Baden-Württemberg müssen ab Mai diesen Jahres alle Neubauten mit einer Solaranlage ausgestattet sein. Ab 2023 auch alle grundlegenden Dachsanierungen dort. Baufamilien werden also dazu verpflichtet, auf ihrem Dach Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen zu installieren. Auch andere Bundesländer diskutieren inzwischen über ähnliche Gesetze. In Berlin tritt die Solarpflicht im Januar 2023 in Kraft und weitere Länder werden mit Sicherheit nachziehen. Es gibt sogar einen Gesetzentwurf für eine deutschlandweite Solarpflicht für Neubauten und Dachsanierungen. Hier ist aber noch nichts final beschlossen. So, das war's auch schon wieder von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Euer Benjamin Stocksiefen.